Videospiele. Als im Jahr 1972 Pong als erster global erfolgreicher Spielhallenautomat die Tür zum Massenmarkt aufstößt, erobert dieses Medium die Welt im Sturm. Heute gehören Videospiele zum umsatzstärksten Produkt der Unterhaltungsindustrie. Sie dominieren Verkaufscharts und unsere Wohnzimmer. Und obwohl die Spiele heutzutage immer größer, schöner und bunter werden, kehren wir doch auch immer wieder zu den Titeln zurück, die uns einst begeistert haben. Diese Lust an der Nostalgie beschreiben wir Spieler heute mit dem Wort Retro-Gaming. Ich möchte in diesem Video gern meinen eigenen Bezug zur Retro aufzeigen und der Frage auf den Grund gehen, woher diese Lust an den Spielen von einst eigentlich kommt. Den Retro-Faktor bekommt ihr natürlich nicht nur vor eurer heimischen Konsole, sondern auch in der realen Welt, wenn ihr denn möchtet. Hier in Berlin gibt es da keinen besseren Ort für als das Berliner Computerspielmuseum. Und ich gehe mal rein und frage jetzt, ob mir da drin jemand erklären kann, was ist eigentlich die Faszination an Retro? So sah das übrigens aus in den 70er Jahren, als Pong gerade die Welt eroberte. Genau in solchen Wohnzimmern war das damals zu finden. Zuerst in den Arcadehallen, später dann auch zu Hause mit Aufkommen des Atari 2600, das mein Opa damals hatte. Und da habe auch ich mein erstes Spiel gespielt. Ein Frosch, eine Straße und da will der Frosch drüber. So einfach können Spielprinzipien manchmal sein. Wenn ich mich heute zurückerinnere an meine allererste Videospielerfahrung, dann erinnere ich mich an dieses Spiel. Frogger aus dem Jahr 1981 war für mich als kleiner Bengel eine Offenbarung. Anders als bei Filmen, Büchern oder Musik, war ich zum allerersten Mal beim Kontakt mit einem Medium nicht nur bloßer Konsument, sondern konnte selbst eingreifen. Ich weiß noch, wie ich damals jeden Tag nach der Schule zu meinem Großvater gerannt bin, weil nur er einen Atari 2600 besaß und einen so alten Röhrenfernseher, dass man eigentlich kaum etwas erkannt hat. Für mich hat das damals trotzdem gereicht. Wahrscheinlich für viele, die jetzt zugucken, dürfte das eure erste Erinnerung sein an euer Kinderzimmer. Bei mir sah das allerdings tatsächlich so aus. Damals noch mit Mad-Heften und tatsächlich na Bravo, und ich hatte sogar einen Stallone-Poster an der Wand. Das war Ende der 80er, sah das mein Kinderzimmer fast so aus. Und damals habe ich dann auch meine allererste Videospielkonsole bekommen. 1989, als sich Deutschland entschied, nicht länger zweigeteilt sein zu wollen und David Hasselhoff beschloss, die Mauer niederzusingen, bekam ich meine erste Videospielkonsole, das Sega Master System. Wenn man genau hinguckt, erkennt man vielleicht sogar das erste Spiel, das ich damals spielte. Alex Kidd in the Miracle World war Segas Versuch, den Erfolg, den Nintendo mit Super Mario Bros. Hatte, zu wiederholen. Ein eigenes Maskottchen mit, naja, sehr ähnlichem Gameplay. Heute wissen wir, obwohl das Master System sogar im Bundle mit Alex Kidd ausgeliefert wurde, erreichte die Serie nicht im Ansatz die Popularität der Mario-Spiele. Mir war das damals allerdings völlig egal. Ich zockte, bis die Controller glühten. Ich war vernarrt in Spiele wie Rambo 3 oder Moonwalker. Michael Jackson war damals mein großer Held und nachdem ich den aus heutiger Sicht echt schlimmen gleichnamigen Kinofilm gesehen hatte, war es umso cooler, nach Hause kommen zu können und seine Abenteuer weiterzuspielen. Nur, das erklärt vielleicht meinen eigenen Bezug zur Retro. Aber wie kommt es zustande, dass Retro-Gaming gerade so boomt? Ich habe daher mal jemanden gefragt, der sich auskennen sollte mit so etwas. Ich bin Andreas Lange und Direktor des Computerspielemuseums in Berlin-Friedrichshain. Als wir 1997 das Museum aufgemacht haben, fing das zum ersten Mal an, dass Retro schick war. Atari ging gerade von der Börse weg, war quasi verschwunden, aber die ersten illegal nicht lizenzierten Atari-Shirts waren hier in Berlin zu kaufen. Techno war natürlich schwer im Kommen und die DJs, die sind ja alle mit den synthetischen Sounds auch aus den Games groß geworden. Ich war damals eigentlich so der Überzeugung, das ist eine Mode. Die hört auf irgendwann. Tja, das hat sich in den letzten 18 Jahren dann doch etwas geändert. Retro-Gaming ist im Jahr 2015 nämlich relevanter als je zuvor. Mit Erstarken des Indie-Marktes und dem Wachstum von Online-Verkaufsplattformen wie Steam, Xbox Live oder dem PlayStation Network kamen plötzlich längst vergessen geglaubte Klassiker wieder zum Vorschein. Vor allem Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter haben einen regelrechten Retro-Boom ausgelöst. Im Grunde kann man dabei in 5 Kategorien unterscheiden. Es gibt Remakes, also betagte Klassiker, die als HD-Version noch einmal auf die aktuelle Konsole finden. Es gibt die Reboots, also aktuelle Versionen berühmter Serien und Marken. 2015 soll zum Beispiel das ehrwürdige Doom in neuer Grafikpracht zurückkehren. Zugegeben, so richtig retro ist das nicht mehr, aber zumindest die Namen wecken wohlige Gefühle. Dann gibt es normale Fortsetzungen der Spiele von damals. Dieses Jahr kommen neue Teile von Descent, Toe Jam & Earl
King's Quest und sogar Wonderboy lässt sich nochmal blicken. Dann gibt es unzählige neue Titel, die zwar nicht auf den alten Klassikern basieren, aber in puncto Optik und Spieldesign sehr wohl in diese Zeit passen würden. Spiele wie Axiom Verge oder Shovel Knight oder Ori and the Blind Forest. Und es gibt eine ganze Untergrundszene, die von sogenannten Homebrews und Fan-Remakes bestimmt wird. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es immer noch kleine Firmen gibt, die Spiele auf Originalmodulen für den Mega Drive oder das Neo Geo herstellen? Oder habt ihr gewusst, dass Fans an einem Remake von Indiana Jones Fate of Atlantis arbeiten? Man muss der Ehrlichkeit halber schon zugeben, da ist auch oft sehr, sehr viel Verklärung dabei. Bei solchen Automaten, die waren halt ganz oft darauf ausgelegt, dass man viel Geld einschmeißt. Deswegen sind diese Spiele nicht auf lange Spielerfahrungen ausgelegt. Und später dann an den Heimkonsolen hattest du so Sachen, die dann nicht mal Speicherstände zugelassen haben, wo man die Konsole über Nacht anlassen musste, damit man am nächsten Morgen dann weiterspielen kann. Denn auch das gehört zur Retro. Die Spiele von 1 beherbergen natürlich allesamt auch Mechanismen, die längst überholt sind. Das Medium Videospiel steckte in den Kinderschuhen, also waren die Spielprinzipien meist simpel und Komfortfunktionen, die heute kaum wegzudenken wären, waren schlicht noch nicht erfunden. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Echtzeitstrategie-Schwergewicht wie StarCraft 2 aussehe, wenn man jede Einheit einzeln befehligen müsste? Ganz einfach, so wie das hier. Dune 2 aus dem Jahr 1992 hatte ein extra Kommandomenü, das man für jede Aktion drücken musste. Sowas wie Gruppierungen oder direkte Kommandos wurde erst 3 Jahre später von Command & Conquer erfunden. Wer Rätsel in Adventures wie Loom nicht lösen konnte, glotzte dumm in die Röhre, denn das Internet oder Google gab es damals noch nicht. Wer sich heute über die Ballphysik in FIFA beschwert, der hat wahrscheinlich nie International Soccer auf dem C64 gespielt. Die Adventures hatten tatsächlich Sackgassen und man hat stundenlang quasi dann umsonst gespielt. Auch die Arcade-Games haben wirklich einen beinharten Schwierigkeitsgrad gehabt. Und das lag natürlich auch daran, dass es eben eine relativ kleine Gruppe von Gamern da war, die eben üblicherweise waren die Hardcore-Gamer, waren eben die Hauptzielgruppe. Und Casual-Gamer, das war so ein Randbezirk. Heute hat sich das doch deutlich verschoben. Wir sind doch wesentlich leichtere und niedrigschwellige Spiele heutzutage gewöhnt. Und wenn man sich dann eben die alten Spiele von damals anguckt, dann merkt man eben auch selber, oha, wie konnte ich eigentlich da nur die Geduld aufbringen, immer und immer wieder zu versuchen, ins nächste Level reinzukommen. Auch die heutigen Qualitätskontrollen gab es damals noch nicht. Meistens, weil kein Geld dafür existierte oder weil das Entwicklerteam schlicht zu klein war. So erklärt sich auch, dass selbst legendäre Spielereien nicht vor Totalaussetzern gefeit waren. Das hier ist zum Beispiel das allererste Street Fighter. Und trotzdem, bei aller Sperrigkeit, bleibt die Liebe für Pixel und Sprites. Nur warum ist das so? Eine Erklärung für mich ist auch, dass es auch eine Philosophie dahinter steckt. Mach aus wenig viel. Du hast wenig Möglichkeiten zur Verfügung, hol das Optimale an Komplexität und Spielspaß raus. Das war das Motto damals. Ein Programmierer heute kann aus ganz vielen Middleware-Tools und sonst was schöpfen, aber oft geht eben die Spielidee dann auch verloren. Und das ist so eine der Sachen, die, glaube ich, in Retro drinsteckt und die natürlich so eine allgemeine philosophische Gültigkeit haben. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist Retro hauptsächlich eine Idee. Heute sind Spiele Millionenprodukte, die nicht nur unglaublich viel kosten, sondern auch unglaublich viel einspielen müssen. Publisher wie EA oder Ubisoft überlassen solche Dinge natürlich nicht mehr dem Zufall. Die Leidenschaft des Einzelnen, die Spielidee, das alles ist ersetzt worden durch Marktanalysen, Zielgruppenerfassung oder Marketingkonzepte. Das führt dazu, dass niemand mehr Risiken eingeht und stattdessen lieber auf Bewährtes setzt. Wenn es einmal funktioniert, die Spieler in Assassin's Creed auf Türme zu schicken, um neue Spielareale freizuschalten, dann darf man sich auch in Far Cry 3 darauf freuen. Oder Tomb Raider. Oder Shadows of Mordor. Oder Watch Dogs. Oder Dying Light. Wo 1989 zum Beispiel mit Jordan Magner ein einziger Mann das legendäre Prince of Persia entwickelte, arbeiten an dessen entfernten Verwandten Assassin's Creed Unity 5 verschiedene Teams mit über 800 Menschen. Individuelle Kreativität ist da doch gar nicht mehr möglich. Retro ist also mehr als nur die bloße Kindheitserinnerung, das Schwelgen in Nostalgie. Es ist die Erinnerung daran, worum es in den Anfangstagen des Mediums wirklich ging. An Ideen, Neugierde und den Wunsch einzelner Programmierer, sich selbst ausdrücken zu wollen. Wenn wir heute eine Grafik mit Computern insgesamt in unserem kulturellen Gedächtnis in Verbindung bringen, dann sind es eben diese 8-Bit-Pixel-Grafiken aus den 80er Jahren. Und weil wir eben heute wissen, wie relevant diese Technik ist und wie groß die digitale Revolution ist, kriegt eben diese Grafik
die damals sehr unprätentiös und klobig daherkam, eben diese Bedeutung. Also ich glaube, es ist ein historischer Meilenstein, den auch Generationen 100 und 200 Jahren nach wie vor so im Gedächtnis haben werden. Ein Hoch also auf die Pioniere der alten Tage, die dieses Medium einst aus der Taufe gehoben haben. Ihrer Leidenschaft ist es zu verdanken, dass ich heute Videospiele liebe. Und zwar, seit ich mich erinnern kann. Und wie ist es mit euch?